And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Berlin Connection. Last time we went to Potsdamer Platz and took a picture of this section of the wall. Right now we want to basically just follow down the this part of the wall and have a look around. By the way, you may notice that, so these are, well, first of all, these are actual historical photographs of the wall. However, you will probably notice that the sky looks quite fake. The reason for this is that these are archive photos. I mean, this game was produced starting from 1993 until 1998. So it took a very long time to produce this game, and so these are archive photos, but these archive photos well, obviously weren't all taken in the fall or even maybe during the same year. So they had to actually Photoshop about 3,000 images to make them all look appear as though they had been taken in the fall. Which was apparently a lot of work. So I guess this is the reason why the sky in all these pictures looks so weird and out of place. But the rest of the photo is actually, well, except maybe for some changes in lighting and color, these are actually historical photographs. So. Was gibt's denn da zu überlegen? Nur keine falsche Scham, Mister. Okay, in case you na gut. Geben Sie mir haven't heard of it, one of the most famous foods you can eat in Berlin is the Currywurst, which is basically a sausage drowned in tomato sauce, which actually. Yeah. Tastes much better than it sounds. Yeah, bitte. And you usually eat the currywurst with French fries, or how they are called in Germany, Pommes frites. It looks a bit disgusting, but Danke. Yeah, it's all right. Essen hält Leib und Seele zusammen. War schon immer meine Rede. Übrigens, drüben am Brandenburger Tor ist Big Remy Tammy. Gehen Sie mal gucken, wenn Sie fertig sind. Das ist wirklich ein Ding. Okay, this is a hint. Biester werden auch immer frecher. So he just told us to go to the Brandenburg Gate. Mach, dass du wegkommst. And by the way, this. Hey, die sieht ja genauso aus wie meine Katze in London. This cat also has a purpose. Namely, this cat here, kitty, kitty, kitty. Will lead us to this here, which actually is an entrance to the sewer. We will not go down there right now. The reason being that, first of all, if you go down there, if I were to go down there, I would need to change the CD-ROM, because this is one of these games where you need to do that. And also, we are still missing one item that we need in order to actually make progress there, which would be a flashlight. Something, well, equivalent. But the guy that sold us the currywurst actually gave us a hint. Namely that we should go to the Brandenburg Gate. But before we go to the Brandenburg Gate, we need to do
a little bit more trading. Namely, what I didn't realize is that this lady actually. Nein, tut mir leid, ist schon vergeben. Können Sie haben, aber nur gegen Kaffee. Na, gefällt Ihnen das Teeservice? Aber das tausche ich nur gegen eine Kamera. So she sells that cup for a camera, and luckily we do have a camera. Na schön sieht die nicht aus, aber meinetwegen. Hauptsache sie funktioniert. Now we have this cup. I don't think that we can trade this for anything else yet. Schreibwaren, Haushaltsartikel, Bücher. Für eine Flasche Rotwein kannst du es dir mitnehmen. Ja, kannst du haben. Für ein paar Flaschen Bier. Kannst du haben. Aber nur wegen was Alkoholisches. Das Buch kannst du haben. Aber nur wegen was Alkoholisches. Ja, kannst du haben. Für ein paar Flaschen Bier. Ja, kannst du haben. Für ein paar Flaschen Bier. Kannst du haben. Aber nur wegen was Alkoholisches. Hemden, Schuhe, Kinderkleidung. Wenn Sie Kinderspielzeug haben, gerne. Dann kommen wir ins Geschäft. Das gehört meiner Nachbarin, dafür soll ich Brot mitbringen. Geht leider nicht anders. Das gehört meiner Nachbarin, dafür soll ich Brot mitbringen. Geht leider nicht anders. Nein, das tausche ich nicht weg. Whisky, Musikinstrumente, Noten. Nee, das Brot tausche ich nur gegen Schallplatten. Ja, mein Junge, kannst du haben. Aber nur gegen Dollars. Ja, mein Junge, kannst du haben. Aber nur gegen Dollars. Das liegt hier nur so. Das brauch ich selber. Okay, maybe that's I'm not quite sure, but I think that's all the trading that we can do at the moment. Anyway, so let us proceed to the Brandenburg Gate. Yeah, you can hear the crowd chanting. Also, by the way, these paintings, you might have probably guessed, are on the west side of the Berlin Wall because, well, obviously, the East German authorities would not have allowed people to just paint the walls. So these are all, well, West German artists. Some of these pictures are quite elaborate. Not much of the wall actually remains today. There is, as mentioned, the East Side Gallery, which is, I think, the longest section of the wall that still remains. And then you can also, at various random places, see parts of the wall. For example, in the Europa Center, which we have learned, is in the west of Berlin, near Breitscheidplatz. There's actually a small section of the wall that you can see. Wir wollen rüber is the chant. We want to go over the wall. So I'm not quite sure. I mean, this is supposed to take place on the day after the fall of the wall. So they did start tearing down the wall a few days later. But apparently, even though in a sense it was opened on the 9th of November, maybe the people were still somehow restricted from, well, going over the wall. Anyway, we can listen to some more historical information. Das Brandenburger Tor ist der Symbolbau Berlins und steht seit seiner Errichtung in den Jahren 1788 bis 1791 im Zentrum des politischen und kulturellen Geschehens. Die romantisch-klassizistische Toranlage des Baumeisters Karl Gotthard Langhans bildet den Auftakt zur Prachtstraße unter den Linden. Seit 1793 wird das Brandenburger Tor von der Quadriga gekrönt
einer Plastik der Siegesgöttin nach einem Entwurf Johann Gottfried Schadows. Nach Abbruch der Stadtmauer wurden die flankierenden Anbauten 1867 durch Johann Heinrich Strack umgestaltet. Das Brandenburger Tor wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, stürzte aber nicht zusammen. Okay, so the main points, so the Brandenburg Gate is the main symbol of Berlin. It was built in the 18th century and was damaged during the war, but not destroyed. Here you can see a very famous picture of people standing on the wall in front of the Brandenburg Gate. Wieso? Wo kommst du denn her? Aus der DDR? Na logisch, von drüben, aus Ost-Berlin, vom Prenzlberg. Ich stehe in meiner Küche und male so vor mich hin und plötzlich höre ich im Radio, was los ist. Ist das nicht verrückt? So, jetzt will ich aber zum Kudamm. Weißt du, wie man da hinkommt? Moment, ich habe eine Karte dabei. Okay, so, you just met this woman and... apparently she wants to visit the Kudamm. Na klar, du kommst mit. Wir gucken uns zusammen den Kudamm an. Du bist ja auch nicht von hier, oder? Yeah, with the Kudamm, which again we have already heard, is the basically the center of the West, of the former West Berlin. Sag mal, kommst du aus Amerika? Nein, du kommst nicht aus Amerika. Du kommst aus England, nicht? Ja, ich komme aus London. Mensch, was ist denn hier los? Das gibt es ja gar nicht. Eine Stimmung ist das. Eben gerade stand ich noch im Prenzlberg in meiner Wohnung und jetzt gehe ich mit einem Engländer über den Kurfürstendamm. Einfach so. Ist das nicht verrückt? Ich bin auch noch nie mitten in der Nacht mit einer Ostberlinerin über den Kudamm gegangen. Los, Roger, lass uns weiter. Okay, let's chercher la femme. This is, if I'm correct, this is a department store, formerly Wertheim, now Karstadt. This restaurant, or Panopticum, I think this building was torn down. Also this one, I think, was torn down and... Wahnsinn! This building still exists. This has been partially rebuilt, I think. So the Kranzler, used to be a very famous cafe. Nowadays it doesn't exist anymore. It's now a department store. This building still exists, but well, I don't think that Nokia. I mean, does Nokia still exist? I don't know. Anyway, I'm pretty sure that one way or the other, that Nokia isn't there anymore. Okay, yeah. So we
need to trigger this. In dieser Nacht feiert die Stadt den Beginn ihrer Wiedervereinigung. Begeistert trommeln die Westberliner auf die Dächer der Ostberliner Trabis und Wartburgs, die im Triumphzug den Kurfürstendamm herunterfahren. Um diese Zeit ist das Zentrum normalerweise ausgestorben. Aber heute Nacht ist die ganze Stadt auf den Beinen. Das Thermometer zeigt minus 5 Grad, aber niemand spürt die Kälte. Die meisten jungen Ostberliner sehen zum ersten Mal die Schaufenster und Neonreklamen im Westen. Immer wieder hört man das Wort, das die allgemeine Fassungslosigkeit am besten ausdrückt. Wahnsinn! And the most amazing thing about the fall of the Berlin Wall, I think, is that this was actually just an accident. So it was never intended that the wall should open. It was basically Günter Schabowski, who we already heard of. He made a mistake. He communicated something very poorly, and then the West German media. So initially, after this press conference of Günter Schabowski, not many people actually went to these border crossings. But when the West German media started reporting that the wall had been opened, which was actually not true, and to me at least, it's unclear whether this false reporting was done on purpose, in the sense like a psychological operation, or whether it was simply a mistake. It was this reporting of the West German media that actually then attracted people to the border and forced the guards which are guarding these border crossings eventually to just open the border, because otherwise they would have needed to shoot at people, and they didn't want to do that because they weren't sure that this action, I mean, that the authorities would have stood behind them. So, yeah. Anyway, Unglaublich. Sag mal, warst du schon mal im Osten? Ja, boah, das ist eine lange Geschichte. Los, jetzt fahren wir zum Prenzlauer Berg. Hol mal deine Karte raus. Okay, now she invited us to her place in Prenzlauer Berg in the west, in the east, sorry. Jetzt sind wir im Osten. Hey. Da oben wohne ich. Yeah, you know what's about to happen. Of course they're going to have sex. Na los, komm rein. Ich hab ja noch die ganze Farbe im Gesicht. Nein, lass doch. Das steht dir echt gut. Okay, mach's dir irgendwo bequem oder sieh dich ein bisschen um. Entschuldige mich mal. Okay, she has gone somewhere. And we can take a look around. It's not much to see here. Except for this living room containing a piano. Apparently she danced in her youth. There's a telephone, calculator, picture of someone.
Stack of books. More cats. Gegangen. Das bisschen Klimpern kann doch ein Sechsjähriger. Ich habe noch eine Flasche Sekt im Kühlschrank. Du trinkst doch Sekt, oder? Was heißt Sekt? Champagner? Nix Champagner. Rotkäppchen. Ah, ich verstehe. Großmutter, warum hast du so große Augen? Ja, so ähnlich. Komm doch rüber. Ich glaube, ich habe schon einen kleinen Schwips. Dagegen hilft nur eins. Rotkäppchen. Prost. Auf die deutsch-britische Freundschaft. Auf die Ost-West-Beziehung. What you're about to witness now is probably the most awkward sex scene in video game history. So, let's enjoy. Schön hast du es hier. Findest du? Ja. Ich meine... Ja. Hey, willst du nicht mal ein Bild von mir machen? Vielleicht werde ich ja dann entdeckt. Hm? Wieso? Ich habe dich doch schon entdeckt. Prost. Gut. Ja. Hey. Don't worry, it's going to get much more awkward than that. Sehr. Ah, gut. Gut. Ja. Wow!
Roger, wach auf, du träumst. Komm, Roger. Okay, so Katja has left, apparently. She went to the bakery, according to this note, at least. Nothing to see here, really. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP der Volkszeitkreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Again, the very famous historical recording of the botched press conference by Günter Schabowski. Yeah, that inadvertently led to the opening of the Berlin Wall. Okay, the telephone rings. Ja, hallo? Mr. Penrose? Ja? Wer sind Sie? Der Name tut dir nichts zur Sache. Ihre Freundin befindet sich in unserer Gewalt. Wenn Sie nicht wollen, dass hier etwas passiert, kommen Sie so schnell wie möglich zum Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Haben Sie verstanden? Wieso? Was ist mit Katja? Was soll das? Ich erwarte Sie auf der Aussichtsplattform. Okay, ich werde dort sein. Aber... Oh, Mist. Das bilde ich mir alles nur ein. Das ist alles nur scheiß Alkohol. Katja has been kidnapped and we must go to the Alexanderplatz. But before we do that, I'm going to save because this section happens in pseudo real time. Maybe one of the kidnappers. Anyway, let's leave. So, I don't know exactly when the timer is triggered, but I do know that this that it is timed. So if you waste too much time and don't go promptly to the Fernsehturm, Katja will actually die. So we need to get up. We need to get up there. Okay. How do you do that? Okay. Um.
Okay, we need to wait for the elevator. By the way, I've never been to the top of the Fernsehturm. That's, I guess, something that I should do at one point. Ist Ihnen nicht wahr, Mr. Penrose? Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Was meinen Sie, wie oft ich deshalb schon hier gewesen bin? Tja, was Ihre Freundin betrifft, können wir uns schnell einig werden. Und dazu müssten Sie mir nur mal kurz Ihren Fotoapparat geben. Okay, he wants our photo apparat. Warum? Out of photo camera. Meinetwegen, wenn es sein muss. Aber was haben Sie mit Katja gemacht? Wo ist sie? Sie erlauben? Ich nehme mir mal den Film heraus. Das erspart Ihnen und uns eine Menge Arbeit, Mr. Penrose. So, und damit ist Ihr Aufenthalt in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik beendet. Das Spiel ist aus. Meine Leute werden Sie zum Grenzübergang fahren. Leben Sie wohl, Mr. Penrose. Oh. And then the game just ended. I guess we made a mistake. Or I made a mistake. So we can't... So apparently we cannot go directly to the Fernsehturm. Somehow we need to deal with the photos that are on our camera. So apparently we took a photo of something that we should not have taken a photo of. So our hotel was here. You can't actually look at the previous photos you've taken. But in the vicinity there should be a... place where you can develop photos somewhere. Somewhere in the vicinity there should be a photoshop. That's not it.
Ah. There's the photo store. Aqua, of course, used to be a brand for of films. Damn. Jetzt komme ich nicht mehr rechtzeitig zum Fernsehturm. Ah, okay. So we took, unfortunately, this took too long. So the time section has already started. So maybe we need to start this from the beginning. Because if the timer starts already, it might not be actually be possible to go to the store in a timely manner. But at least now I know where I need to go. Okay, basically we should be able to drop off the photo film here. Ah. Guten Tag, kann ich irgendetwas für Sie tun? Yeah, you can develop my film. Ja, ich hoffe schon. Ich möchte einen Film entwickeln und Abzüge machen lassen. Möchten Sie den Film nicht erst vollknipsen? Da sind ja noch Bilder drauf. Ach, wirklich? Das gibt's ja nicht. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Peinlich, peinlich. I don't care. Just develop the damn film. Auf Wiedersehen und schönen Tag noch. Wait, I need... Guten Tag, kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, können Sie mich vielleicht verraten, wie ich zu diesem Türkenmarkt komme? Na klar, gehen Sie einfach zurück in Richtung Heinrichplatz und dann immer geradeaus. Oh, das klingt ja einfach. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und schönen Tag noch. Guten Tag, kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, ich hoffe schon. Ich möchte einen Film entwickeln und Abzüge machen lassen. Möchten Sie den Film nicht erst vollknipsen? Da sind ja noch Bilder drauf. Ach, wirklich? Das gibt's ja nicht. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Peinlich, peinlich. Okay, so we can't develop the film until it's full. Und schönen Tag noch. We need to quickly go to the Fernsehturm.
verdammt. Ich habe gestern zu viel getrunken. Sag mal, warst du schon mal im Osten? Flickst du mal ein Röschen, Ist Ihnen nicht wohl, Mr. Penrose? Hallo, Mr. Penrose. Wollen Sie sich nicht umdrehen? Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Was meinen Sie, wie oft ich deshalb schon hier gewesen bin? Tja, was Ihre Freundin betrifft, können wir uns schnell einig werden. Und dazu müssten Sie mir nur mal kurz Ihren Fotoapparat geben. Was für ein Fotoapparat? Ich habe keinen Fotoapparat. Was soll das alles bedeuten? Und wo ist Katja? Bitte stellen Sie sich nicht dumm, Mr. Penrose. Sie sind gestern beim Fotografieren beobachtet worden. Ach so, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Nein, das war nicht mein Fotoapparat. Er gehörte so einem japanischen Pärchen. Ich wollte ein Erinnerungsfoto. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Schade. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Hören Sie, Mr. Penrose. Wenn Sie Ihre Freundin wiedersehen wollen, haben Sie gar keine andere Wahl, als mit uns zusammenzuarbeiten. Seien Sie vernünftig. Von hier oben sieht die Stadt so friedlich aus. Finden Sie nicht auch? Es ist immer nur eine Frage des Standpunkts. Würden Sie mir bitte mal verraten, was Sie von mir wollen? Warum werden Sie denn plötzlich so ungeduldig, Mr. Penrose? Kommen Sie mit, wir werden Sie zum Grenzübergang bringen. Auf der Fahrt können wir ja dann in Ruhe das Geschäftliche besprechen. Ich bin sicher, dass wir uns einig werden, Mr. Penrose. Aber unterschätzen Sie bitte nicht unsere Möglichkeiten. Einsteigen wollen. How about no? Okay. Wie besprochen? Ja. Wo ist Katja? Was haben Sie mit ihr gemacht? Entschuldigen Sie, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Nennen Sie mich bitte Jäger. Mein richtiger Name braucht Sie ja nicht zu interessieren. Oh, toll. Haben Sie sich den Namen selber ausgedacht? Also kommen wir zur Sache. Wo ist das Foto? Welches Foto? Was ist mit Katja? Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wo sie ist? Keine Sorge, Mr. Penrose. Ihre Freundin erfreut sich bester Gesundheit. Soweit ich weiß, schläft sie jetzt. Sie ist wohl heute Nacht kaum zum Schlafen gekommen. Aber wenn Sie die charmante junge Dame wiedersehen wollen, dann werden Sie uns das Foto samt negativ geben müssen. Sonst kann ich für nichts garantieren, so leid es mir tut. So etwas nennt man wohl Erpressung. Haben Sie dafür auch einen anderen Namen, Herr Jäger? Das können Sie nennen, wie Sie wollen. Im Grunde ist es nur ein kleines Geschäft, sozusagen ein Ost-West-Geschäft.
Wir sind gleich am Grenzübergang Friedrichstraße, Mr. Penrose. Dort werden wir Sie dann absetzen. Ich glaube, Sie wissen jetzt, worum es geht. Entweder geben Sie uns das Foto samt Negativ, oder wir werden Ihre Freundin töten. Haben Sie verstanden? Ja, okay. Ich habe verstanden. Sehen Sie, ist doch alles ganz einfach. Ein simples, kleines Geschäft, sonst nichts. Wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen, sobald Sie Ihre Bilder wiedergefunden haben. Halten Sie hier. Auf bald, Mr. Penrose. Und denken Sie dran, im Grunde ist es nur ein kleines Geschäft. Okay, so just to very briefly summarize what has happened in case it wasn't obvious. So apparently we took a photo of something that we should not have taken off. At least the East German authorities, or people pretending to be the East German authorities, want that photo and the negative, or otherwise they're going to kill Katja. Okay, that's the situation. So we shouldn't waste time and endanger the life of Katja, but that's exactly what we're going to do now, because we're going to listen to some general information about Checkpoint Charlie. Der weltberühmte Checkpoint Charlie ist der Übergang zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Sektor für Ausländer, Diplomaten und Militärs. Für Deutsche aus beiden deutschen Staaten ist dieser Übergang verschlossen. Auf dem Höhepunkt der Berlin-Krise 1961 standen sich hier sowjetische und amerikanische Panzer gegenüber, als die Amerikaner ihr Recht auf unkontrollierten Zugang in den Ostsektor der Stadt erzwingen wollten. Okay, brief recap. This was one of the, so this was the most famous border between the East and the West. It was open basically for everyone except East and West Germans. And in 1961, the Americans had rolled up there with tanks, because the Soviets apparently wanted to close the border. Yeah, that's the gist of it. Today, Checkpoint Charlie is a very, very touristy place. I think there are some fake guards standing there. I mean, it's quite corny and kitschy. If you want to have, yeah, the authentic experience, then you should probably go to the Glienicke Bridge rather than to Checkpoint Charlie. Yeah, you can see the sign in four languages saying that you're about to enter the American sector. Another part of the wall. Yeah, apparently here there was no death strip, I think. Okay. Okay, maybe let's go back to the Fernsehturm. Okay, maybe we don't actually want to go there. Maybe we want to develop, well, I don't think that we can develop the film until it's complete, even though by now we should have all the reason in the world to develop the film.
But I don't think that the game will let us do that. So since we can't do that, probably let us just listen to some more generic tourist information about Berlin, and in this case the Fernsehturm. Der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz ist mit 365 Metern das höchste Bauwerk der Stadt und wurde 1969 nach vierjähriger Bauzeit in Betrieb genommen. In seiner Rundkuppel in etwa 200 Meter Höhe befinden sich außer Funk- und Fernsehanlagen ein drehbares Restaurant und eine Aussichtsplattform. Von dort hat man einen Rundblick über die ganze Stadt. Okay, basically it's the largest building in Berlin. It's more than two times as high as the Fernsehturm. I mean, the West German Fernsehturm. Yeah, and this is, by the way, I think the Neptunbrunnen, where a few years ago the police shot to death an insane person that was holding a knife, and the policeman in so this Berlin policeman, in an effort to calm the man, climbed into the into the fountain and tried to reason with him, but then he started the man started approaching the policeman, and the policeman stepped backwards, and I think when he hit the ceiling of the fountain, he got scared and then just shot the guy. So it was basically, yeah, the guy died because of the inept Berlin police. Or in the ineptitude of this particular policeman. Yeah, as I've already said, I've never been actually to the Fernsehturm, so I don't know whether they renovated the interior actually. I suppose at least partially. Also, you can tell that the elevator wasn't open to the public when they took this photo because someone inserted a key into the elevator, and that means that they specifically just for this photo shooting operated the elevator. Okay. There you can see the Palace of the Republic, or Palast der Republik, which actually they had to remove all of the inside of the building because it was contaminated with asbestos. And then the question was whether the palace should be rebuilt, so preserving the exterior, or whether they should rebuild the castle that stood there before the Palace of the Republic got built, and so decided eventually to rebuild the castle instead of the palace. Yeah, and this new palace is still being built, so I think it should open within a few years. Hinter der großen Freifläche, dem sogenannten Marx-Engels-Forum, erkennt man den 1976 fertiggestellten Palast der Republik, den Sitz der DDR-Volkskammer. Das Hochhaus dahinter ist das DDR-Außenministerium.
Links vom Palast der Republik sieht man einen Gebäudekomplex, der teilweise noch aus dem 17. Jahrhundert stammt. Heute haben hier Abteilungen der Ostberliner Akademie der Künste Platz gefunden. Der langgestreckte Bau dahinter ist Sitz des DDR-Staatsrats. Dahinter wiederum erkennt man den monumentalen Bau der ehemaligen Reichsbank, der heute das Zentralkomitee der SED beherbergt. Yeah, by the way, so I actually didn't pay attention, so I can't really give a recap of this information, but I think, I mean, yeah, who cares anyway, so. You can see the Berlin Dome. This is a church, I think. And the street, this Boulevard unter den Linden. Die Flaniermeile unter den Linden beginnt an der Spree und führt vom historischen Zentrum der Stadt zum Brandenburger Tor. Davor sieht man den Berliner Dom und rechts daneben das alte Museum des großen preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Die Straße unter den Linden wird von repräsentativen Gebäuden gesäumt. Hinter dem Dom, gegenüber dem Außenministerium, erkennt man das Zeughaus, dahinter die neue Wache. Das helle, langgestreckte Gebäude dahinter ist die Humboldt-Universität. Sie ist die älteste Universität der Stadt und wurde von Wilhelm von Humboldt gegründet. Links hinter dem Außenministerium liegt das Kronprinzenpalais und dahinter die Deutsche Staatsoper. Am Horizont beginnt der Tiergarten, der schon zum Westteil der Stadt gehört. Yeah, again, I'm not going to summarize all of it. Just some, I already mentioned it. This is the main boulevard of the East Berlin. Unter den Linden, and what you see here, this green area, this is the Tiergarten, which is part of the West, by the way. Some random woman. So it was important after all that we got up here, because we need to take this photo. This is the Museumsinsel, where the, I think there are, nowadays there are three museums: Bode Museum, the Old Museum, and the New Museum. Hinter dem Spreearm im Vordergrund erkennt man die Museumsinsel, ein Ensemble mehrerer Museen, die über einzigartige Sammlungen verfügen. Zu diesen Museen gehören das Alte Museum, ein Bauwerk des wohl berühmtesten preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel, die Alte Nationalgalerie, das Neue Museum, das Pergamonmuseum mit dem weltberühmten Pergamonaltar und das Bode-Museum. Die geschwungene S-Bahn-Strecke führt vom Alexanderplatz über die Spree zum Bahnhof Friedrichstraße. Oh ja, yeah. I forgot the Pergamon Museum. I've actually been to the Pergamon Museum and the Bode Museum. The Bode Museum is a bit boring. They have a huge collection of coins, which is quite uninteresting unless you somehow can manage to be interested in coins. But one slightly interesting thing is that a few years ago one of the I think eight criminal Arab families that control large parts of Berlin, so in case you didn't know, there is a lot of organized crime in Berlin, which was allowed to grow for several reasons, but nowadays it's a big problem. And so one of these Arab families, they stole a huge gold coin from the Bode Museum, and as far as I can recall, this might have been an inside job, because the there was a window that was left open on the night of the robbery, which was normally closed, I think. But they never recovered the coin, of course, and neither the money. I mean, the coin was probably immediately melted into gold bars. Yeah, so this was one success for this particular family.
yeah, kind of sad development that took place in Berlin. But nowadays they are taking this problem more seriously, but still I don't see the Berlin authorities getting rid of this problem anytime soon. And what's even worse, they actually started making TV series about these families. There's one series that's called Four Blocks. That sort of at least paints these families in a neutral light so that you might sympathize with them. And I think this is a very dangerous development, especially if you compare to places like Mexico, where criminals are actually being celebrated within the culture. And I think this is at least happening to some degree also in Berlin, which is a very, very bad development. So, yeah. Okay. The Volksbühne and the... Yeah, this is the Volksbühne, a theater, which I've never been to, actually. And the Rosa Luxemburg Platz, which I think is maybe here. Nördlich vom Alexanderplatz erhebt sich der wuchtige Bau der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Dieses Theater entstand 1913 bis 1914 nach Plänen des Architekten Oskar Kaufmann und gehörte dem Volksbühnenverein. Hier verwirklichte in den 20er Jahren der berühmte Regisseur Erwin Piscator seine Vorstellungen vom proletarischen Theater. Nach wie vor ist die Volksbühne eine der wichtigsten Bühnen der Stadt. Okay, the Volksbühne was built in 1910 around the 1910s, and it's sort of like a Marxist theater. Okay. The Alexanderplatz. So this doesn't look very familiar. So there was a lot of building activity in recent years there. But I think at least some of these houses should still exist. Might be interesting to actually go back and see which one of these still exist. Der Alexanderplatz, eines der wichtigsten Zentren der Stadt, wurde nach den schweren Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs weiträumig mit gesichtslosen Hochhäusern bebaut. Das noch erkennbare mittelalterliche Stadtzentrum wurde völlig beseitigt, um Platz zu schaffen für großformatige, industriell gefertigte Plattenbauten. Ja, okay, there's okay, still more. Okay, this is the Karl Marx Allee. This is, of course, well, obviously, Karl Marx Allee is in East Germany. It looks, the buildings, if you drive down there, the buildings look sort of, well, Soviet style, some of them. Die Karl-Marx-Allee wurde von 1952 bis 1959 nach Plänen des Architekten Hermann Henselmann als Stalin-Allee angelegt. Die auf 90 Meter verbreiterte Straße wird von langgestreckten Wohnblocks im sowjetischen Zuckerbäckerstil gesäumt. Im Vordergrund erkennt man den Strausberger Platz mit seinen gestaffelten Hochhäusern und ganz hinten das Frankfurter Tor mit den beiden Rundtürmen. Ja, yeah, so... Very, there are some very characteristic looking buildings. Not necessarily beautiful, but characteristic looking. Now this boulevard, okay. And I think this should be. That's still not quite it.
You see these three bridges there, and one of these bridges should be the Janowitzbrücke. I think that's this one. In the vicinity of Janowitzbrücke, there are two famous Berlin nightclubs, the Kit Kat Club, which is sort of a fetish club, where a few years, well, actually, I think 1 year ago, someone contracted a very nasty disease. I think it was meningitis. So basically an inflammation of the brain that's caused by bacteria. And the other famous nightclub is the Tresor, which is a techno club, which looks a bit like the cellar of a parking garage from the inside. So, yeah. Oh yeah, by the way, I should maybe actually listen to this recording. Berlin hat mehr Brücken als Venedig. S-Bahnen und Straßen kreuzen die zahlreichen Wasserläufe, die die Stadt durchqueren. Hier verläuft die S-Bahn entlang der Spree in Richtung Bahnhof Janowitzbrücke. Yeah, some basic information. And maybe, okay, there's still more that we need to, can listen to. So this is, I'm actually not familiar with this part of Berlin. So the Alte Stadthaus, okay. Maybe I've been there to this area, but I don't remember. That's something new for me. Das sogenannte Stadthaus mit dem 80 Meter hohen Turm wurde von 1902 bis 1911 nach Plänen von Ludwig Hoffmann gebaut und sollte das zu klein gewordene Rote Rathaus entlasten. Heute, im Jahre 1989, tagt darin der Ministerrat der DDR. Das kleine Gebäude davor ist die Münze, wo die aus Aluminium gepressten Münzen für die gesamte DDR hergestellt werden. Dahinter verläuft die Spree. Okay, so the Alte Stadthaus built in the beginning of the 20th century, and nearby there was apparently the site where they used to press all the aluminum coins for the East German state. And the Fischerinsel, which also I'm not familiar with. Wo heute gesichtslose Hochhäuser stehen, befand sich früher eines der ältesten Stadtviertel Berlins, die sogenannte Fischerinsel. Die dort erhaltene mittelalterliche Stadtstruktur war im Zweiten Weltkrieg stark zerstört worden und wurde in den 60er Jahren trotz vorliegender Rekonstruktionspläne endgültig abgetragen. Ganz hinten erkennt man das offene Feld des Westberliner Flughafens Tempelhof. Ah, that's interesting. So, so apparently there used to be a part that's of Berlin where there were still some medieval buildings or constructions, and these got damaged during the Second World War. And despite the fact that they still had the plans and would have been able to rebuild them, instead, they chose to just demolish everything, and I suppose that this was actually a part of East Germany, because it would make sense that the East German state, which was very much ideologically driven, would basically try to get rid of Germany's past. I mean, this utopian socialist state, in a sense of wanted to erase the past. For example, the building that we already heard about, the Palast der Republik, was built on the site of the former Stadtschloss of Berlin, which the East German state tore down. And then, yeah, this we have already seen. So that's it.
And when we come back, folks, I guess we should try to find the remaining to make these remaining photographs and develop the film. And try to rescue Katya. So until next time, until then.